Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Vor wenigen Wochen kam es in Sindelfingen zu einem schlimmen Unfall. Ein kleiner Junge wollte noch mal schnell in die Garage und etwas holen, als er von einem elektrisch betriebenen Garagentor eingeklemmt wurde. Am Ende musste er von Rettungskräften reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden. All das hätte vermieden werden können, wenn das Garagentor mit einer sogenannten Lichtschranke ausgestattet gewesen wäre. Wie Sie Ihr Garagentor zu Hause sicherer machen, das zeigen wir Ihnen heute in Bauen und Wohnen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Auch in unserem Beitrag Nummer 1 beschäftigen wir uns mit dem Thema Sicherheit. Kaum ist das Wetter schön und die Sonne da, zieht es uns alle und vor allem die Kinder nach draußen. Es wird gehüpft, getobt und gespielt. Eines der beliebtesten Spielzeuge ist inzwischen das Trampolin. Doch so schön es auch ist, so gefährlich ist es auch. Damit Ihrem Kind nichts passiert, sollten Sie jetzt genau hinschauen. In den Gärten der Haus- und Wohnungsbesitzer sind sie immer öfters zu bewundern. Die Trampoline für die ganze Familie. Wer sich überlegt, eines anzuschaffen, hat jedoch die Qual der Wahl. Beim Kauf eines Trampolins sollte allerdings auf so einiges geachtet werden. Einerseits, um die Sicherheit zu garantieren, andererseits, um auch über längere Zeit Spaß mit dem Gerät zu haben. Das Trampolin sollte beim Aufbau auf einer geraden Fläche stehen. Wichtig ist, genau auf die Aufbauanleitung zu achten, damit es im Nachhinein nicht zu unerwünschten Verletzungen oder Beschädigungen des Materials kommt. Gibt es auch qualitativ einfach Unterschiede. Es ist immer die Frage beim Schwungtuch, wie ist das gewebt? Es gibt zum Beispiel Schwungtücher, die an sich vielleicht nur viermal durchgewebt sind. Dieses Schwungtuch zum Beispiel ist jetzt achtmal durchgewebt. Verringert einfach das Risiko, dass irgendwann einmal das Schwungtuch durchreißen würde. Was auch immer ganz gut ist, wenn die Federn extra legiert sind. Also wenn man natürlich ein Outdoor-Trampolin kaufen möchte, sollte das natürlich bestimmten Wetterbedingungen einfach aushalten. Ein Trampolin ist durchaus förderlich für die Entwicklung der Kinder. Wenn auf die Sicherheit geachtet wird, macht das Trampolinspringen sichtlich Spaß und tut gleichzeitig auch der Gesundheit gut. Es trainiert die Kraft, die Muskulatur, die Gelenke, die Bänder, es fördert das Gleichgewicht, das motorische Fähigkeit und sicher auch die Stabilisation. Das ist sehr positiv. Und nur wenn Kinder spielen, sollten sie bitte nicht alleine spielen. Und man muss aufpassen, je kleiner die Kinder, umso gefährlicher. Jeden Winter das gleiche Spiel. Trotz aufgedrehter Heizung ist es in den Räumen kühl und durch die undichten Fenster und Türen kommt die kalte Luft herein und treibt die Heizkosten nach oben. All diese Punkte sind einfach Anzeichen dafür, dass die Wohnung oder das Haus schlecht isoliert sind. Wer jetzt schnell handelt, der spart nicht nur bares Geld bei den Energiekosten, sondern erhält auch noch eine große Unterstützung vom Staat. Holzbauingenieur Thomas Bader erklärt Frau Schmidt ihr neues Dachfenster. Erst diese Woche haben die Handwerker es eingebaut und es ist ein richtiges Hightech-Produkt. Das Fenster kann Gisela Schmidt einmal um komplette 180 Grad drehen, die sogenannte Putzstellung. Außerdem hat es eine Markise an der Außenseite, so kommt im Sommer die Wärme nicht ins Haus. Das alles hat natürlich seinen Preis. Rund 2000 Euro sind für so ein Fenster fällig. Wegen seiner Dreifachverglasung wird es von der KfW mit 10% gefördert. Wenn man jetzt das ganze Haus komplett dämmt, also ein Effizienzhaus macht, kennt man vielleicht auch vom Namen KfW 70 Haus oder sowas, dann bekommt man sogar noch mehr. Förderungsfähig ist ab einem bestimmten Dämmwert auch eine Dachisolierung. Früher wurden Dächer so gut wie nie isoliert. Unter den Dachziegeln lag eine Schicht schwarze Dachpappe. Die warme und feuchte Innenraumluft zog an ihrer Innenseite durch die sogenannte Hinterlüftungsebene und über den First ab. Und durch das, dass man jetzt aber den kompletten Spanbereich gedämmt hat hier an diesem Objekt, und das macht man auch, ja, kommt öfters mal vor, man will ja möglichst viel Dämmung einbauen, ist die Hinterlüftungsebene eben geschlossen und dann kann die Feuchte nicht mehr raus. Deswegen mussten wir hier die Bitumendachbahn runter machen und es gibt eben neue Materialien, diffusionsoffene Dachbahn nennt man das, die einfach die Feuchte dann rauslässt.
Viele Hausbesitzer entscheiden sich zu so einer Dachsanierung, wenn es im Winter zieht und im Sommer sich die Hitze staut. Der Fachmann empfiehlt bei Bausummen unter 100.000 Euro, sich selbstständig verschiedene Angebote einzuholen. Doch in den Kostenvoranschlägen stehen nur die Preise, nicht die handwerkliche Qualität der Arbeit. Kundenbewertungen sind immer ganz wichtig oder wenn man einfach mal seine Freunde fragt, was habt ihr für Erfahrungen, dann gibt es meisterhaft Zertifizierungen mit Sterne. Also da muss man einfach schauen, ist dieser Betrieb zertifiziert und hat der gute Referenzen. Hausbesitzer sollten also nicht an der falschen Stelle sparen. Oft können sie auch selber mit anpacken. Durch die Eigenleistung lassen sich bei einem Projekt wie diesem rund 2.000 bis 3.000 Euro sparen. Nirgendwo werden so viele Fertighäuser gebaut wie in Baden-Württemberg. Inzwischen liegt der Marktanteil bei 27%, Tendenz steigend. Warum immer mehr Menschen Fertighäuser bauen, wie viel Haus sie wirklich für ihr Geld bekommen und auf welche Details sie unbedingt beim Kauf achten müssen, das sehen Sie gleich hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Früher galten Fertighäuser als billige und günstige Pappschachteln von der Stange. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Immer mehr Menschen vertrauen beim Hausbau auf Fertighaushersteller. Die Kosten sind planbar und der Aufbau geht wahnsinnig schnell. Doch auch auf dem Markt für Fertighäuser ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben uns den Tag des deutschen Fertigbaus zum Anlass genommen, nachzufragen, warum Fertighäuser immer beliebter werden. Weil es ist schlüsselfertig, man muss sich nicht so groß um die Handwerker kümmern. Man kriegt dann irgendwann den Schlüssel übergeben und dann ist sein Eigenheim dann sozusagen fertig. Man braucht nicht ewig rumbauen und rummachen und es kommt und es ist fertig. Das geht schnell und ich glaube, es ist also für die Qualität, die du bekommst, auch verhältnismäßig günstig. Ich denke, das ist einfach modern mittlerweile. Weil es schnell geht. Schnelles Bauen ist möglich. Geringe Bauzeit. Wir warten jetzt innerhalb von einem halben Jahr. Oder? Ja, glaube im Haus drin. Ja, ist einfach klasse hier. Schnell, günstig, schön. Ihren Ruf als Pappschachtel oder preiswerte Alltagsware haben Fertighäuser längst abgelegt. Von der Stangenware zum individuellen Eigenheim. Weil die Hersteller dem Wunsch der Kunden nach Individualisierung gerecht werden wollen und müssen, sind Serienhäuser mittlerweile passé. Computergestützte Techniken in der Fertigung haben die Möglichkeiten der individuellen Produktion dabei stark verbessert. Der Planungsprozess im Vorhinein und die Vorfertigung im Werk machen den Bau eines Fertighauses sicherer. Unerwartete Änderungen und damit verbundene zusätzliche Kosten sind so gut wie ausgeschlossen. Und auch beim Thema Energieeffizienz sind Fertighäuser vorne mit dabei. Die meisten Plus-Energiehäuser, die heute gebaut werden, sind Fertighäuser. Wärmerückgewinnung, Wärmepumpen und die Integration von Photovoltaik sind für die Hersteller Standardtechnologien. Der Trend geht übrigens zu Holz. Neben der langen Tradition als Baumaterial hat Holz den Vorteil, dass man es in die sogenannte Gefachbauweise verarbeiten kann. In diese Fächer lässt sich viel Technik einbauen. Das kommt der Vorfertigung im Werk zugute, denn es kann bereits dort ein großer Teil der Installationen in das Haus integriert werden. Und der Trend geht immer mehr zu kleineren Häusern, nicht zuletzt wegen der Kosten. Für 4 Personen sind 120 Quadratmeter Wohnfläche empfehlenswert. In Qualität und Aussehen stehen Fertighäuser herkömmlich gebauten Häusern heute also in nichts mehr nach. Und sie sind so individuell wie ihre Bewohner. Und im Studio begrüße ich Johannes Schwörer, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Fertighaushersteller und natürlich Geschäftsführer von Schwörerhaus. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Schwörer, jetzt haben wir gehört, Fertighäuser liegen im Trend. Marktanteil 27% und Tendenz steigend. Wohin geht das noch? Ach, das wird noch weiter nach oben gehen. Die Vorteile, die die Branche aufzuzeigen hat, sind dermaßen groß und bedeuten, dass der Bauinteressent sich mit der Bauweise auseinandersetzen wird und sich auch dafür entscheiden wird. Also ich gehe mal davon aus, dass wir
in mehreren Jahren bei 40-50% liegen können. Früher hatte ich ja Plan A, B, C oder bei Fertighausherstellern. Wie individuell kann ich heute wirklich bauen? Extrem individuell. Also natürlich sind Grenzen der Statik, die man berücksichtigen muss, aber das ist bei jedem Haus so. Und auch die Frage, wo ist eine Vorfertigung sinnvoll und wo nicht. Das heißt, wenn ich vernünftige Bauteile in meiner Planung drin habe, dann ist das sehr individuell. Wenn es anfängt, unvernünftige Bauteile zu geben, dann macht es irgendwann mal keinen Sinn mehr. Früher hat man ja relativ klein gebaut, dann gab es Jahre, da waren die Häuser wirklich richtig groß und heute, glaube ich, ist der Trend wieder Richtung kleineren Häusern. Wo liegt man heute im Schnitt? Ja, also ich würde so pauschal nicht sagen wollen, der Markt trennt sich. Es gibt welche, die sagen, aus Kostengründen bin ich bereit, klein zu bauen, und dann gibt es auch welche, die sagen, nö, also ich möchte mich da selbst verwirklichen. Die bauen sehr groß, also ich würde eher sagen, klein mit 120, 130 Quadratmeter und groß mit 300, 400, 500 Quadratmeter. Also dazwischen wird es dann eng. Die Branche wirbt ja immer auch damit, sie müssen sich um überhaupt nichts kümmern. Sie bestellen ein Haus, ziehen ein und sind glücklich. Ist das wirklich so? Also es gibt Haushersteller, die sich darauf spezialisiert haben, und da ist das wirklich so. Und es gibt welche, die nehmen den Werbeslogan und können sich da nicht drum kümmern, und da ist es dann auch nicht so. Also das kommt auf den Hersteller drauf an. Was ist heute eigentlich schlüsselfertig? Ist schlüsselfertig, ich habe einen Schlüssel und kann reingehen? Es gibt ja unterschiedliche Begriffe, glaube ich, auch. Ich glaube, von Hersteller zu Hersteller ist es auch unterschiedlich. Absolut, ja. Also da muss man sehr genau aufpassen. Und meine Empfehlung ist immer, lassen Sie sich von jedem, der das sagt, die Baubeschreibung geben. Schauen Sie an, was ist der Leistungsumfang. Wenn Ihnen jemand sagt, ich baue schlüsselfertig und er hat eine Baubeschreibung mit 4 Seiten, dann müssen Sie misstrauisch werden, dann sollten Sie genauer gucken. Wenn Sie dann eine Baubeschreibung mit 50, 60 oder 100 Seiten bekommen, dann wissen Sie auch, diese Firma hat sich sehr intensiv damit beschäftigt und kann dann auch schlüsselfertig bauen. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit dem Thema befasst, trifft man auf Anzeigen, mach's wie ich, baue dein Haus ab 69.999 Euro. Also ich finde das ja wirklich privat auch sehr verlockend, bloß dafür bekomme ich eigentlich nicht mal ein fertig luxuriös ausgerichtetes Wohnzelt oder ein Caravan. Kann man solchen Anzeigen trauen? Ja, man muss sich halt im Klaren darüber sein, das bedeutet, dass man ein Ausbauhaus bekommt, wo man die Leistungen dann zum Großteil selber erbringen muss. Und dann muss man wissen, was kann ich mir zutrauen? Bin ich Elektriker? Bin ich Heizungsbauer? Bin ich Sanitärinstallateur? Kann ich das? Und wenn man sich das zutraut, dann kann man auch mit solchen Werbeanzeigen weiterarbeiten. Wenn man sich das nicht zutraut, dann sollte man vorsichtig sein und sich das genau überlegen, weil natürlich ist damit das Haus nicht fertig. Jetzt spreche ich Sie als Präsident an. Woran erkenne ich einen guten Hersteller, dem ich vertrauen kann, zu einem, dem ich vielleicht nicht so vertrauen kann? Also Grundregel Nummer 1 ist, gehen Sie zu der Firma hin, gucken Sie sich alles ganz genau an, lassen Sie sich Referenzkunden geben oder Kunden, die mit der Firma gebaut haben, und gehen Sie zu den Kunden hin und reden Sie mal mit denen, und dann wissen Sie schon relativ schnell, wo Sie dran sind. Und da ist auch wichtig, immer aktuell zu arbeiten, weil es gibt bekannte Firmen, die früher mal ganz toll gearbeitet haben, da ist zum Teil nicht mehr so toll. Dann gibt es Firmen, die haben früher nicht so gut gearbeitet, die arbeiten jetzt sehr toll. Also man sollte einfach gucken, dass man das auch tagesaktuell macht und sich auch Projekte zeigen lässt, die, ich sag mal, in den letzten 3, 4, 5 Jahren gebaut worden sind. Natürlich ist es auch schön, wenn Sie dann auch eine Firma haben, die 30 oder 40 Jahre alte Häuser hat, die schön sind. Ja, jetzt gibt es ja viele Aktionsangebote immer wieder. Wenn ich jetzt auch bei Ihnen auf die Homepage gehe und ich lese zum Beispiel Aktionshaus für, der Preis stimmt nicht, 179 oder 219.000 Euro. Bekomme ich dann auch wirklich dieses Haus, was ich da sehe, oder ist das etwas anderes, was ich bekomme? Nee, Sie bekommen das Haus, was Sie sehen, und das ist auch, wie gesagt, sehr genau beschrieben. Sie müssen eben darauf achten, dass es eine Baubeschreibung gibt, die das auch klar definiert. Und wenn Sie das richtig machen und Sie reden mit einer seriösen Firma, dann stimmt der Preis. Also Sie bekommen das Haus für diesen Preis, müssen allerdings natürlich berücksichtigen, dass da Grundstückskosten noch dazukommen, dass eine Außenanlage noch gebaut werden muss, dass eine Erschließung in das Grundstück gemacht werden muss. Also es kommt schon noch Geld dazu, die aber im Wesentlichen mit dem Grundstück und nichts mit dem Haus zu tun haben. Schwörerhaus ist seit ganz vielen Jahren erfolgreich. Welche Philosophie verfolgen Sie damit? Also es ist eine alte Kaufmannsregel. Ich sage immer, die alten Sprichwörter, die sagen sehr viel, und ehrlich wird am längsten. Die Lebensweit heißt. Genau, ja. So ist es, ja, ganz genau. Und mein Lieblingssatz in dem Fall ist, ehrlich wird am längsten, und das ist das, was uns ganz wichtig ist, dass man ehrlich und fair miteinander umgeht und dass man die Themen nennt, beim Namen benennt. Und natürlich dann Qualität, das ist ganz klar, weil der Kunde möchte ja nachher in einem Haus sein, wo es keinen Ärger gibt.
Wie sieht das Haus der Zukunft aus? Bin ich komplett autark? Produziere ich mehr Strom zum Beispiel, als ich brauche? Oder wie muss ich mir die Zukunft vorstellen? Also Sie haben ja jetzt mehrere Themen angesprochen. Fangen wir mal erstmal an mit, produziere ich mehr Strom, wie ich brauche. Das ist heute gar kein Problem mehr. Das kriegen Sie ganz gut hin. Sie sollten dann allerdings auch über einen Batteriespeicher nachdenken, weil die Energie, die Sie produzieren, die muss auch irgendwo gepuffert werden. Ja. Weil die Idee, wie sie am Anfang mal geherrscht hat, das alles ins öffentliche Netz reinzugeben, das funktioniert natürlich nicht mehr, ganz genau, ja. So ist es. Und ganz entscheidend ist, wie es mit unserer Mobilität weitergeht, setzt sich das Elektrofahrzeug durch. Wenn sich das Elektrofahrzeug durchsetzt, dann wird das natürlich eine prima Sache, weil sie dann sozusagen eine kleine Tankstelle vor dem Haus stehen haben oder im Haus haben. Und dann wird das System auch Eigenproduktion, Speicherung und Mobilität sehr gut funktionieren. Herr Schmörer, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Sehr gerne. Danke auch nochmal von meiner Seite. Danke. Bei uns geht es nun weiter mit dem Thema Feng Shui. Also ob Sie jetzt ein Fertighaus bauen oder schon ein Haus haben, das ist eigentlich komplett egal. Feng Shui ist der neue Trend und es sollte wahnsinnig gut für das eigene Leben sein. Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer haben nachgefragt, welchen Effekt das Wohnen nach Feng Shui hat. Wer einen Raum betritt, merkt meist sofort, ob er sich hier wohlfühlt oder nicht. Oft hängt das von der Einteilung der Wohnung und der Einrichtung ab. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, dort, wo mein Blick hinfällt, geht auch die Energie hin. Ziel war es jetzt hier an diesem Beispiel, dass wir den Flur betreten und uns nicht, so wie die Energie normalerweise, die Treppe nach unten folgen würde, sondern durch den Blick, der auf dieses Bild fällt, diese hier im Raum gewahrt werden kann und sich dann in die Küche und ins Wohnzimmer verteilt. Es ist die Lehre von Feng Shui, übersetzt die Eigenschaften von Wind und Wasser. Ob Wohnung oder Garten, es kommt darauf an, wo etwas steht und was es dadurch bewirkt. Auf den ersten Blick sieht dieser Garten nicht anders aus als andere. Und doch macht die Gestaltung hier den Unterschied. Dass man da fließende Beetformen gestaltet, damit man eine Balance in der Formensprache findet zwischen dem Rechtwinkligen, was man jetzt durch die Terrassen viel hier haben, das auszugleichen, damit man einen guten Energiefluss ins Haus runterbekommt. Die Energie soll in den eigenen vier Wänden bleiben. Wer bislang nicht nach Feng Shui gebaut oder eingerichtet hat, muss jetzt aber nicht gleich alles ändern. Oft reichen schon kleine Dinge für ein besseres Wohlbefinden. Wenn man einen Raum betritt, ist der Brennpunkt oder der Punkt, der einem zuerst ins Auge fällt, diagonal von der Türe gegenüber. Dieser Punkt sollte einen aufbauenden Charakter haben, also etwas Schönes sein wie eine grüne Pflanze oder ein Bild, das uns besonders Freude macht oder einfach nur Farbe, Energie da sein. Feng Shui soll zu mehr Gesundheit, Lebensfreude und Leistungskraft führen. Und morgens mit einem guten Gefühl aufzustehen, kann zumindest nicht schaden. Dass Garagentore eine Gefahr darstellen, zeigen immer wieder aktuelle Meldungen. Erst kürzlich wurde in Sindelfingen ein 2-jähriger Junge schwer verletzt, weil sich das elektrische Garagentor nicht anhalten ließ. Wie Sie künftig zu Hause solche Unfälle vermeiden können, das sehen Sie gleich hier nach einer kurzen Pause. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Hätte ein schwerer Unfall in Sindelfingen vor wenigen Wochen vermieden werden können? Ein kleiner 2-jähriger Junge wollte noch schnell aus der Garage etwas holen, als sich das Garagentor schon am Schließen war. Die Mutter konnte das elektrisch gesteuerte Tor nicht mehr anhalten. Der Junge wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit und anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Wir haben bei einem Experten nachgefragt, worauf es ankommt, damit solche Vorfälle nicht mehr vorkommen. Elektrisch betriebene Garagentore bieten Komfort.
Sie bergen aber auch Gefahren. Im Jahr 2005 wurden die Sicherheitsbestimmungen für Garagentore neu definiert, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Diese gelten für Roll-, Schwing- und Sektionaltore. Dennoch kommt es immer wieder zu Unglücken im Zusammenhang mit elektrischen Garagentoren. Trotz Abschaltautomatik, bei der das Garagentor bei einer Berührung während des Herunterfahrens stoppt, sobald es mit einem Gegenstand in Kontakt kommt. Denn die hilft nur bedingt. Es ist nach der DIN so, dass die Tore alle, wo in Deutschland vertrieben werden, mit Antriebe, mit dem Antrieb zusammen geprüft werden müssen. Und die müssen alle auf Druck abschalten. Das heißt, der Druck ist manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Das heißt, die Norm sagt, es müssen 5 Kilo sein, wo es drücken darf. Das heißt, wenn man es demonstriert, auf harte Widerstände ist dementsprechend einfach auszulösen, dass die Betätigung getroffen wird. Geht man weiter runter, wird es dann ein bisschen schwieriger. Geht man ganz weiter runter, spürt man dann, was wirklich 5 Kilo sein können. Können wir das mal kurz zeigen, also wie so der eigentliche Test ist, wie das aussieht und wenn man dann tiefer geht? Ja, normal testet man es dann und lasst es hier auf die Schulter drauflaufen. Das heißt, jetzt hat der Antrieb das Hindernis erkannt, revidiert, die nächste Öffnung ist dann hoch. Das heißt, würde man das jetzt weiter unten machen, sind die 5 Kilo natürlich ein bisschen schwieriger zum Betätigen. Kannst du mal kurz demonstrieren. Das heißt, man muss schon kräftig dagegen drücken, dass der Antrieb es erkennt. Und umso tiefer man dann nachher geht, umso schwieriger wird es. Wie schwer 5 Kilogramm sein können, zeigt unser Test mit einem Luftballon. Kinder oder Haustiere können diesem Druck nicht standhalten. Die Lösung ist eine sogenannte voreilende Lichtschranke. Einige Hersteller bieten dieses Sicherheitssystem an. Auch ein Nachrüsten ist möglich. Die Lichtschranke kann direkt in den Antrieb montiert werden. Kostenpunkt rund 100 Euro. Es ist vom Sicherheitsaspekt her eine Nummer aufgerüstet. Das heißt, gerade um die Problematik von den 5 Kilo zu umgehen, das heißt, gerade wenn kleine Kinder oder Haustiere dementsprechend zusätzlich geschützt werden sollen. Das heißt, nicht jeder betrachtet sein Garagentor beim Betätigen. Das heißt, die zusätzliche Absicherung wäre eine voreilende Lichtschranke. Das heißt, rein durch die Berührung, kann ich Ihnen kurz mal demonstrieren. Das heißt, ohne Krafteinwirkung wird hier das Tor revidiert. Auch das System haben wir mit einem Luftballon getestet. Mehr Sicherheit für verhältnismäßig kleines Geld. Trotzdem ist eine voreilende Lichtschranke bislang noch kein Standard. Weil leider Gottes heutzutage jeder auf den Cent guckt. Das heißt, Standard nach wie vor ist die Kraftabschaltung auf Druck. Das heißt, so ist es geprüft, auch von den deutschen Normen. Hier die Zusatzgeschichten werden immer mehr werden. Gerade auch, weil immer mehr Unfälle passieren, weil keiner mehr darauf achtet. Beim Betätigen vom Tor ist ein Widerstand drin oder nicht. Das heißt, es wird in ferner Zukunft wird es Standard werden, aber leider noch nicht. Wer unsicher ist, sollte beim Kauf die elektrisch betriebenen Garagentore vor Ort selbst testen und auf eine gute Beratung achten. Was übrigens in Planung ist, eine Steuerung der Garagentore per App. Wie sicher das ist, wird sich dann zeigen. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund, eine gute Zeit und das sind die Themen kommende Woche. Dieser Fall empörte Ravensburg. Eine Rentnerin sollte plötzlich über 3.000 Euro Betriebskosten nachzahlen. Der Südfinder machte den Fall öffentlich und löste eine enorme Hilfs- und Spendenbereitschaft aus. Wir sagen Ihnen, wie Sie sich gegen überhöhte Nachzahlungen wehren können. Und Ihr schöner Garten im Sommer. Was Sie jetzt tun müssen, damit Ihr Garten im Sommer zur Hochform aufläuft. Bauen und Wohnen am Montag, 9. Mai um 20.30 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.